Einen wunderschönen guten Tag hier bei mir, dem Flippo und Zusiedreiter Aerosoft Edition. Heute auf der Strecke Köln-Düsseldorf mit der Siemens Mobility D0 HC, der High Capacity, von Koblenz nach Wesel als RE5 von Rhein-Ruhr-Express, glaube ich, ist das hier RRX. Wir fahren nicht die komplette Strecke von Koblenz nach Wesel, sondern nur eine kleine, ich sag jetzt mal, Teilstrecke von Köln nach Düsseldorf über Düsseldorf-Benrath, Langenfeld und Leverkusen-Mitte. Ah, Köln-Mülheim und Köln-Messe-Deutz haben wir auch. Müssen wir nur mal kurz gucken, dass wir unseren Zug noch aufgleisen. Am besten, ja, nicht zu spät. Hat mir ja schon Erfahrung genug gehabt, dass der Zug immer so spät, ja, aufgegleist wurde. Da gab es immer Probleme. Ja, jetzt hier. So. Post 1, um die richtigen Türen zu öffnen. Und dann warten wir eigentlich nur auf Abfahrt. Abfahrt ist um 31. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, uns mal den Zug anzugucken. Da ist er. rxfahren.de. Huch. Aber schönes Teil. Kann man auch ein bisschen angucken hier. Ja. Ups. Nee, 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 nee. Hoppala. Müssen wir erstmal hier einfuchsen. Wir fahren mit einem sechsteiligen, wa? Warte mal. 1, 2, 3, 1, hoppala, 1, 2, 3, nee, vierteilig, ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ja, wir fahren, glaube ich, mit einem vierteiligen, aber in Doppeltrakt. Oh, gar nicht mal so verkehrt. Wir haben einen Kombihebel, das ist schon mal gut. Gefällt mir. Na, und jetzt heißt es eigentlich nur noch abwarten, Tee trinken, bis wir hier ja, mal abfahren dürfen. Die ganze Fahrt dauert so, ja, wenn wir gut durchkommen, dauert es eine ganze halbe Stunde ungefähr, so ein Pi mal Daumen 35 Minuten. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Stationen. Und hier steht auch Kilometersprung nur im Gegengleis. Alles klar. Gut, dann machen wir das hier mal weg. Mit den Pfeiltasten können wir hier hoch rausgucken. Okay. Ah, okay, mit der Pfeiltaste nach unten können wir uns das hier alles mal angucken. Müssen wir jetzt aber, nee. Wir können uns also hier so ein bisschen orientieren. Wir haben auch schon grün. Das steht bestimmt hier eher für, ja, keine Ahnung, für Leverkusen, Düsseldorf, für Wesel, Koblenz, keine Ahnung. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ja, von mir aus können wir langsam mal starten. Wir fahren mit der 462. Ich sehe auch, dass wir dann den einstöckigen sowie den doppelstöckigen haben. Also wir haben, muss ich mal kurz gucken, den 0462 und denke mal den 1462 dran. Ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Oh, wir können fahren. Auf jeden Fall Doppelstock und einstöckig kombiniert. Können wir so langsam mal los hier. Oder auch nicht. Wir können noch gar nicht los. Ah ja, die Türen waren wohl offen anscheinend. Interessant.
geht das schon mal gut los hier. Sie fahr. Wir haben eine Langsamfahrt. Und diesmal mit 40 km/h. Danke für die ganzen Verbesserungen. Das war mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Ich weiß nicht, ob man das quittieren muss, weil da nur ein weißer Punkt war. Aber ich habe das, glaube ich, mal nachgelesen gehabt. Da war ein weißer Punkt als Ersatz, falls das Hauptsignal ausfällt. Also ich denke mal, ich habe alles richtig gemacht. Keine Ahnung. Wir sind jetzt hier gerade bei 04. Hä? Zwangsbremsung? Wie? Hertz. Okay. Das fängt ja schon mal gut an. Irgendwas habe ich wohl übersehen und das führte wohl zur Zwangsbremsung. Ja. Fängt das schon mal... Es hängt bestimmt mit dem Signal von gerade eben zusammen. Würde ich erstmal sagen. Weil das ja nur einen weißen Punkt hat. Da muss ich nochmal gucken, was das nochmal für ein Signal war. Eine Signalstellung. Jetzt können wir auf 60, wa? Nee. Oder wir waren zu schnell. Das kann auch sein. Aber es war 2000 Hertz. Da war... Sie fahr. Bin ich mir nicht so ganz sicher, weil das nun der Auslöser war für die 2000 Hertz Zugbeeinflussung. Aber gut. Falls jemand gesehen hat, warum ich die Zwangsbremsung bekommen habe, gerne mal schreiben. Ich gucke mir das dann nachher auch nochmal an, was da jetzt nun ja verkehrt war. Zack, Türen auf. Mache ich mal manuell hier mit meinem Mauszeiger. Es gibt auch die Möglichkeit, Zugansagen abzuspielen. Das habe ich bei auch hier bei Köln-Düsseldorf, glaube ich, gemerkt. Da bin ich mit einem Personenzug, glaube ich, mit einer S-Bahn gefahren und dann konnte ich tatsächlich dann auch hier Ansagen abspielen. Ich glaube, mit der da oben, hier mit der 423, 425, 22, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, 422 hier, ne? Nee, ist die 23, die da kommt. Ich glaube, auch mit der 23 habe ich das gemacht. Und da fährt ein ICE. Da habe ich dann irgendwas eingegeben, auch eine Sonderansage konntest du machen und dann hat er die auch abgespielt. Nicht toll. Ich glaube, da muss man den richtigen Zug auswählen, der dann auch mit dem Fahrplan übereinstimmt und dann kannst du Ansagen abspielen. Finde ich cool. Na gut, dann fahren wir nochmal. Oh nee, kick mal. Da ist noch so ein Signal. Ich fahre mal lieber ein bisschen langsamer. Weil kick mal hier. Hier ist rot. Und da ist ein weißer Punkt. Das Signal ist ausgefallen. Ich mach mal lieber mit Befehl 40 und so. Nicht, dass ich nochmal eine Zwangse kriege. Und ganz langsam dran vorbei. Als hätten wir HP0 mit ZS1 müsste es sein. Zusatzsignal 1. Diese drei Punkte, die aussehen wie ein A oder wie ein Pfeil.
Ah, siehst du? Jetzt gab es keine Zwangse. Verstehe ich nicht. Vielleicht muss er wirklich mit Befehl 40 rüber. Vielleicht habe ich das so verkehrt gemacht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich mit Befehl 40 rüberfahren müssen. Oder mit frei. Keine Ahnung. Muss ich mich dann nochmal belesen lassen? Oder ich bekomme es in den Kommentaren geschrieben, was ich da verkehrt gemacht habe. Aber das war mir neu, ne? Also es war ja schon das zweite Mal, dass mir das jetzt passiert ist und alles in dieser Aufnahme. Oh. Die Tafel da, die habe ich auch schon mal gesehen. Da gibt es ein richtiges Signalkundebuch. Und da stehen alle Tafeln drin, alle Signale, alle Signalzeichen. Und da war diese Tafel auch angegeben. Was war denn das? Ach, ich weiß nicht mehr die Bezeichnung von dem, von der Tafel da. Aber ich glaube, dass die Tafel anzeigt, dass das Signal, das Hauptsignal, auf einer anderen Position steht, als es hier angegeben ist. Also sprich, das Signal sollte auf Kilometer 3,4 stehen, steht jetzt aber auf 4,9. Als Beispiel. Ist ein komisches Beispiel, aber somit kann man sich das irgendwie ein bisschen erdenken. Was damit gemeint ist. Ich glaube, das Signal zeigt an, oder die Tafel eher gesagt, dass das Hauptsignal woanders steht, als es irgendwo aufgeschrieben ist. Zum Beispiel hier im Ebola. Ah, hier. Da haben wir es wieder. HP2. Habe ich jetzt auch gesehen gehabt, dass der eine da geschrieben hat, das ist HP2. Stimmt auch. HP2 mit Langsamfahrt, aber mit 60 km/h. Also Langsamfahrt gilt mit 40 km/h, es sei denn, es ist anders aufgeschrieben. Also abweichend stand da, ne? Also dass ich weiß nicht, was in den letzten Tagen mit meinem Deutsch ist. Aber ich muss mal bremsen. So, jetzt muss ich mich nochmal kurz fassen, damit ich auch die richtigen Worte wieder fasse. Also, hier zum Beispiel, da steht Langsamfahrt erwarten. Sie fahr. Und normalerweise 40 km/h bei HP2. Aber der ZS3 zeigt an, das Zusatzsignal 3, dass man auch mit 60 fahren darf. Ne? Abweichend. Es sei denn, die PCB, die sagt, nö, du darfst auf V-Überwachung nur 40 oder maximal 45 fahren. Mehr kriegst du nicht. Naja, dann fährst du halt nur 40 oder 45. Aber wenn die PCB uns jetzt hier befreit, ne? Ohne Magneten kannst du ja dich befreien. Wenn da kein Magnet steht, kannst du dich befreien. Steht da Magnet? Nein. Also befreien. Du darfst dich wirklich nur befreien, wenn kein Magnet angezeigt ist. 500 oder 1000. Bei den anderen, ja, Game Over bei 2000. So. Düsseldorf. Sie fahr. So. Fahren wir mal mit 57. Ferngleis. Mhm.
Sifa, Sifa. Ja, Sifa. Ansonsten wünsche ich uns allen eine entspannte Fahrt auf dem Weg nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Müssen wir mal kurz gucken hier. 80, okay. Das war ja schnell, das war ja lange mit den 90 Stundenkilometern. Wenn wir jetzt wieder 80 fahren müssen. Oh Mann. Jetzt kommen wir auf den Abzweig Berliner Straße. Genau. Da sind wir. Da, Abzweig Berliner Straße. Dann dürfen wir 120 fahren. Da, Leverkusen bei Kilometer 11,7. Also 4 Kilometer noch haben wir. Dann sind wir in Leverkusen. So. Na. Ist immer noch 80, aber da dürfen wir schon 100. Ach, 130 ist das. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Noch kurz warten und 3, 2, 1, Feuer frei. Oh, ECB. Aber wir fahren ja nur 160, ne? In einigen Regionen gibt es sogar auch eine Version dieser 462, wo sie dann auch 190 fahren darf. Aber unser nicht. Wir fahren 160. Bis nach generell. So, jetzt dürfen wir auch 160. Sifa. Wir können auch mal mit einem ICE fahren. Ich bin da schon offline, also ohne Aufnahme mit einem ICE gefahren, mit einer 403. War das, glaube ich, mit einem ICT. Und es hat richtig gut geklappt. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass man dann auch gemeinsam hier mit dem ICE fahren kann. Bin auch damit LCB und so gefahren. Das höchste, was ich gefahren bin, sind 230 Stundenkilometer. War herrlich. Die VD8 habe ich auch mal ausprobiert, aber da gab es irgendwie ein paar Probleme. Was ich dann, ja, das jetzt eher nicht nehmen würde zum Aufnehmen. Jetzt haben wir noch gute 2 Kilometer, dann kommt auch schon Leverkusen. 9,4. Können wir ja schon mal langsam ein bisschen ausrollen lassen. Und bei... Okay, vor unserem Bahnhof kommt noch mein Bahnhof, und zwar Leverkusen Kupperstieg. 10,4, genau. Jetzt müssen wir abbremsen. Acht, genau. Langsam abbremsen, da kommt Leverkusen. Und ein ICE 1, ne? Kurz gucken. Ja, nee, ist ein Zweier sogar. Huch. Fahrräder und Kinderwagen. Und nicht recht. Ach, Leverkusen Mitte ist das sogar. Ah. Und noch ein bisschen stärker in die Bremse gehen, damit das... Ja, auf die Bremse heißt es ja. Ein deutsches sowas für einen Arsch. Scheiße, ey. Es geht aber auch in den letzten Tagen schon so, dass ich irgendwie nicht ganz neben der Spur bin. Ja. Doch, dass ich neben der... da. Nee. Ich glaube, ich muss mal bei Bubble oder wie das heißt, mal einen Kurs belegen, dass ich neue
Deutschkenntnisse habe. Ich glaube, ich bin völlig aus dem Ruder. Sind wir überhaupt pünktlich? Nein, sind wir nicht. Scheiße. Ah, na toll, da haben wir uns extra so beeilt und dann, naja. Hör. Nee, brauchst nicht Sifa sagen. Ich will ja auch wieder ETS und so spielen. Ich bin ein bisschen gerade am rumprobieren. Es gibt immer eine Mod, die mein Spiel raushaut. Die lässt es immer abstürzen. Egal, was ich mache. Ich mache alles richtig, ich stelle alles richtig ein, aber trotzdem stürzt es ab. Ich wollte neue Pro-Mods-Videos machen, ich wollte neue Euronet-Videos machen, dass man auch mal Schönefeld und den BER mal sieht, aber nee. Kannst du knicken. Jetzt bin ich ein bisschen an rumdoktoren und mal gucken, wo an das liegt, warum mir das ständig immer abschmiert. Wenn man gar keine Mods auswählt, dann geht es. Also wenn man nur wirklich das Paket, was man für Euronet benutzt oder braucht und Euronet selber auswählt, nur die zwei Mods, dann geht es. Dann geht es. Aber sobald du irgendwas mit KI-Verkehr reinmachst, ist Ende. Das ist einfach Ende. Da passiert dann gar nichts mehr. Und ich stürze das Spiel einfach immer ab. Ich habe aber noch ein bisschen was geplant, was man noch machen könnte. Sobald ich das schaffe, ist noch ein bisschen, ich glaube, das steht noch ein bisschen in den Sternen, wann ich das schaffe, zu machen. Ansonsten können wir uns hier noch ein bisschen die Landschaft anschauen. Wir mal gucken, dass ich mal ein schönes Bild hinbekomme. Waren ja eh jetzt gerade eine Weile. Oh. Na. Scheiße. Ich will doch einfach nur ein schönes Bild haben. Ja. Windows. Nee. Da verzweifelt man, dass man ein Bild machen möchte. Aber ja. Wenn wir uns hier mal den Zug ein bisschen angucken drin. Windows-Druck. Zack. F9. Entschuldigung, das muss jetzt einfach sein, dass man uns mal den Zug ein bisschen angucken und natürlich auch ein schönes Bild haben. Aber die Steuerung ist ein bisschen wünschenswert. In der Kamera. Na, kick mal hier. Moin, Kollege. Wir sind ja auch schon fast da, sehe ich hier. Da ist Düsseldorf-Benrath. Ja, und dann ist es ja gar nicht mehr weit. Ja. Auch nicht schlecht. Da sind wir ja schon fast durch. Ging doch ein bisschen schneller als gedacht. Na, kick mal da. Eine 420. Hey. Mit der will ich hochfahren. Oh. Aber haben wir ja noch nie. Irgendwo. Außer hier vielleicht. TS, weiß ich nicht, ob es da eine 420 gibt, aber moin, eine 101. Aber ein TSW sollte ja vor über anderthalb Jahren die 420 kommen. Und auch die Ludmilla, die kommt von TSG, von Trainsim Germany. Aber das, ja. Dauert noch eine Weile, ehe kommt.
Müssen wir warten. Wo ich jetzt eher so gespannt bin, ist bei dem Update für die 187. Die Problemlog, zeige ich jetzt mal in TSW. Laut Skyhook Games kriegen die jetzt endlich die ganzen Soundfiles endlich mal hin, dass sie mal die ganzen Samples machen können für die Lok, damit die auch endlich mal repräsentant ist für das, was sie, wofür sie eigentlich steht, für was sie eigentlich da ist, ne? Weil jetzt nutzen sie ja noch für die 187 die Sounds der 146, der Track 2. Ja, aber das ist halt eine andere Baureihe, ne? Und wir haben ja die 187 und nicht die 146. Und wir haben ja auch nicht die 146 gekauft, sondern die 187. Ja, aber ich stehe auch mit Skyhook und mit, wer sind die anderen? Skyhook und Rivet eng in Kontakt. Da ich ein bisschen was geschrieben und alles. Jetzt nicht mehr so, ne? Aber erstmal ein bisschen im Sande im Sande liegen lassen oder so. Oder zum, keine Ahnung. Ah, scheiße. Wo ist mein Deutsch? Im Sand verlaufen, so rum. Also, man hatte Kontakt gehabt, dass man ein bisschen durchgegangen ist. Na Leute, wie sieht's denn aus? Was ist denn da los? Bei Rivet ist ja soweit erstmal alle klar in Schuss. Da habe ich ein bisschen geschrieben hier zu, wann war denn das? Zu Zentralschweiz, also hier bei Luzern und. Ah, was waren das? Luzern und Sosee. Ob da noch mehr dazu kommt, zum Beispiel die Strecke bis nach Zürich oder so, weil es ja doch ein bisschen kurz ist. Ah, moin, noch ein 101er und eine 423. Und bei Skyhook habe ich ja geschrieben, was da los ist mit der 187. Und da hatten sie ja geschrieben gehabt, dass sie noch keine Termine bekommen haben, die Lok aufzunehmen. Da haben sie keine Termine bekommen. Und die nächsten möglichen Termine, die sind dann auch abgesagt worden. Da haben sie sich gedacht, naja, ehe die Lok gar nicht rauskommt, bringen wir sie halt so raus und machen dann irgendwann, ja, wenn wir die Gelegenheit haben, das lang ersehnte Update, um die Lok so anbieten zu können, wie sie eigentlich ist. Ich habe noch eine kleine Frage. Hier ist ja einmal Symbol und da ist einmal ein Symbol für die Tür. Ist es jetzt hier auch ein Türsymbol für die rechte Seite oder ist es das hier? Weiß ich jetzt gar nicht. Na gut. Es müsste noch eine Station vor Düsseldorf Hauptbahnhof kommen. Darf ich mal hier kurz mal was ausprobieren? Warte mal. Ah, siehst du, die Seite funktioniert gar nicht, die hier. Ah. Okay, also der hier funktioniert gar nicht. Aber der. Also alles richtig gemacht. Gut, also bis jetzt läuft das. Der ICE2, der hat mich ein bisschen abgelenkt. Da muss ich ein bisschen in die Eisen gehen. Aber hier habe ich es dann doch ein bisschen nett gemeint mit dem Bremsen. Aber jetzt können wir auch ein bisschen durchstarten, denn wir haben, glaube ich, ein bisschen Verspätung. Naja, 2 Minuten. Das ist auch der Zwangsbremsung des 2000-Magneten auch zu schulden. Oh. Ich drücke die ganze Zeit den Stromabnehmer nach oben. Hoppala. Zum Glück nicht nach unten, denn sonst haben wir ein Riesenproblem. Das müssen wir jetzt nicht haben, wo wir kurz vor Ende der Strecke sind. Nee, lass mal.
Muss nie sein. Ach ja. Oh. Na, ich hab dich schon vermisst, Kollege. Ganz halb bist du still. Abzweig. Reisholz. Okay. Da habe ich überall gehalten. Offline. Ohne Aufnahme. Jetzt fahre ich hier dran vorbei. Da ist LCB Ende. Da kommt auch eine 100er Strecke. Abzweig Emma. Dann ist LCB Ende. Oder da, wo 188 und 70 ist, könnte auch schon der Hauptbahnhof sein. Kann auch sein. Oder eine andere Strecke. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt nur immer die Strecke gefahren. Das war auch über eine Stunde Zeit, die beansprucht wurde, weil der ja überall hält. Von Köln bis Düsseldorf. Hier fährst du einfach nur ein, zwei Stationen noch an und dann geht's rapide durch. Ganzen Trainspotter, die bedanken sich jetzt. Da stand 100, aber nicht für uns. Oder? Eigentlich nicht. Da stand nur für die linke Seite da, also für zwei Gläser. Zwei Gleise links. Eins, zwei. Da ist auch 80, also wir sind davon noch nicht betroffen. Da, Düsseldorf Hauptbahnhof. Ah. Aber ich krieg irgendwie so langsam das Gefühl, dass wir doch auch auf 100 runter müssen. Weil wir sind jetzt hier bei 34, 35. Und da müssen wir schon abbremsen. Ach, jetzt. Ich habe jetzt die Bahn nicht gesehen, die da gefahren ist. Ich muss mich erstmal hier konzentrieren, dass ich auf 80 runterkomme. Moin. Die Kurve, die kenne ich. Müssen wir schon auf 60 runter. Also an dem Fenster da, mitten an der Bahnstrecke, da hast du ja echt Glück mit dem Trainspotten. Da kannst du ja richtig schon das Handy weit rausragen lassen und alles. Vielleicht auch mit einem Selfie-Stick und dann blub. Da haben wir es wieder. Mit 60. Langsam Fahrt, aber 60. Sie fahr. Hä? Ich habe wachsam betätigt. Ich hab wachsam betätigt. Ich hab es gemacht. Ich hab wachsam quittiert. Mehrmals sogar. Versteh ich nicht. Ich hab wachsam quittiert. Das kann ich nicht so oft genug sagen wie möglich. Hier steht hier auch, dass wir Personen einladen. Mann. Ich hab quittiert. Das. Aber okay.
Oh! Ja, gut. Jetzt ist er sogar auf 25 km/h. Ein Glück habe ich es noch gesehen, ansonsten hätten wir die nächste Zwangse gehabt und das muss nicht unbedingt sein jetzt so. Nicht unbedingt. Sie fahren. Naja, das war ja eine Fahrt gewesen. Okay, guck mal. Blinkt ja auch hier an der Seite. Na, die hier nicht. Die ja. Die rechte hier. Eieiei. Ja, scheiße. Damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt eine Fahrt gewesen, die dann doch, nicht so reibungslos abgelaufen ist wie die anderen. Hier gab es zweimal schlechter Fahrstil, okay. Zweimal Zwangsbremsung wegen Zugsicherung, einmal wegen SIFA. 0%. Eieieiei. Na gut. Dann würde ich mal sagen, trotzdem danke fürs Zuschauen, wenn ihr die Situation beobachtet habt. Warum der 2000 Magnet angegangen ist und ob ich wirklich zu spät wachsam quittiert habe, dann schreibt es unten hin. Ich gucke mir das nochmal an. Jetzt auch. Abfahrt ohne Auftrag. Aha. Abfahrt ohne Auftrag. Das kann jetzt am wachsen. Okay, gut. Das ist ein Thema fürs nächste Mal. Auf Wiedersehen.